Servus Leute, willkommen zurück zum Mass Effect. Beim letzten Mal haben wir diesen komischen Trojaner, oder wie es hier heißt, vernichtet und jetzt möchten wir uns die Sternenkarte angucken. Wo war ich noch nicht? Hier will ich weg. Und das da oben ist mir zuerst angezeigt worden. Moment mal. Jetzt werden wir die anderen auch an. Ich gehe da jetzt mal hin, weil das ist mir jetzt. Oder vielleicht habe ich es ja jetzt einfach nur zuerst gesehen, ich weiß nicht. So, was ich sagen wollte, und hier sieht man es wieder. Kann es sein, dass mir angezeigt wird, wo ich hin muss? Weil gerade eben, als ich bei der Planetenkarte war, da ist mir, wie heißt das? Würmeier? Da ist mir Würmeier zuerst angezeigt worden. Da, was für ein? Ich habe keine Ahnung. Jedenfalls, das hier wird mir angezeigt und da werde ich gleich hingehen. Erstmal möchte ich mich noch woanders umgucken. Vielleicht finde ich hier noch irgendwo was. Hitze. Ja, in der Tat, Hitze herrscht bei uns auch gerade. Ja, zumindest bei mir. Okay. Wenn man hier auf jeden Planeten landen könnte, wäre es auch cool, aber es wäre auch irgendwie unrealistisch. Oh, der sieht cool aus mit seiner grünen, mit seinem grünen Film. Da kann ich auch nichts tun. Gut, dann lande ich eben hier. Falsche Taste. Das da wollte ich drücken. Landen, ja, ich kann landen. Und das sieht doch schon richtig heimatlich aus. Das hat jetzt mehr so Halo-Style. Fruchtbare Grenzwelt. 32 Grad. Warum ist es hier überall so warm? Oder vielleicht ist Oberflächentemperatur gar nicht die Temperatur, wie sie ja, hier bei uns zum Beispiel 23 Grad oder so. 23 Grad hat es jetzt bei uns nicht. Bei 32 Grad, wie viel Grad haben wir jetzt laut meinem Handy? Ich meine, gut, jetzt ist es 22:23 Uhr und laut meinem Handy haben wir 18 Grad. Und morgen soll es laut Handy 28 Grad haben. Also, ja, das dürfte ungefähr hinkommen zu der Temperatur, die wir gerade haben. Ah, ich darf wieder meine Leute wählen. Wen wähle ich jetzt? Ich glaube, ich bleibe bei euch. Nee, nicht du. Ich glaube, ich bleibe bei euch beiden. Da ich nehme die Frauen. Soll ich? Gut, ich musste mal gucken, weil irgendwie hat die Tonspur sich nicht bewegt. Ja, die nehme ich. Ich bekomme ein Signal herein. Das muss das Salarianische Team sein. Das sind gewaltige Verteidigungstürme. Setzen Sie den Marco ab. Wir gehen rein und holen Sie raus. Ich werde versuchen, Sie unterhalb des Radarbereichs reinzubringen, Commander. Saubere Landung, Commander. Bleiben Sie außer Reichweite und fahren Sie mit Ausweichmanövern fort, bis ich die Flugabwehrtürme ausgeschaltet habe. Danke, aber ich kenne den Ablauf. Wir treffen uns am Camp, sobald die Türme offline sind. Joker, Ende. Okay, endlich mal etwas, was mich irgendwie an Halo erinnert. Endlich wird's mal spannend. Wobei ich glaube aber nicht, dass das Spiel noch allzu lange dauert oder keine Ahnung, wie lange das Spiel geht. Wahrscheinlich bin ich gerade erst bei der Hälfte oder so.
Ja, endlich habe ich mal was Gutes in dem Spiel. Ich hatte schon die Befürchtung, dass ich hier nichts Gutes erleben werde. Ja, da waren. Haut ab! Was soll dieser Turm da hinten? Oder ist das eine Säule? Ihr fresst Blei! Hab ich dich getroffen? Ja. Vorausgesetzt, ich schieße überhaupt mit Metallkugeln. Also, es war ein Gras. Wow, hau ab! Yeah. Hier ist aber noch einer, wollte ich sagen. Es sind noch viel mehr. Sollen sie irgendwie cool aus? Der erinnert mich ein bisschen an Age of Empires. Ja, Medigel kriege ich. Wie geil ist das denn? Ey, das Spiel fängt endlich an gut zu werden nach so langer Zeit. Wobei, ich darf es nicht beschreien, sonst wird das Spiel übermütig und dann wird es wieder beschissen. Wobei es ja gar nicht beschissen ist, es ist einfach nur langweilig. Also bis zu diesem Punkt hier. Wow. Und ich fahre rein, genau. Ist nur eine Rakete, die auf mich zugeflogen kommt, aber ich fahre rein. Wow. Ab, du. Ich habe jetzt nicht lesen können, was du bist. Wow, ganz knapp vorbei. Wie heißt der Viecher denn? Warum schieße ich hier eigentlich so hoch? Geht Raketendrohne, so heißt die. Wow! Schieß Raketen, keine Raketen. Hier, das da! Warum verfehle ich? Das sind Granaten! Hallo, fahr. Ach, die Steuerung von den Dingen ist mal wieder größter Rotz. So schön ich das Gebiet hier jetzt finde, vom Aufbau her, und weil es mich irgendwie an Halo erinnert, aber das Gefährt ist der allerletzte Shit. Sorry, aber es ist nun mal so. Scheiß geht, Titan, hau ab! Der ist hinüber. Was sind das überhaupt für Viecher? Sind das auch Feinde? Was ein Blitz? Nein, zeig nochmal. Ja, aber die Grafik von dem Spiel ist nicht so gut, dass man das gut genug erkennen kann. Doch, erkennen ist schon möglich, es zu erkennen, aber. Ich würde ja sagen, warum fahre ich an den Viechern nicht einfach vorbei, aber nö. Dann kommt wieder irgendeine Katze hin und dann kann ich in der Katze hin abgeschossen werden. Und das ist, wie ich immer noch finde, eines der größten Undinger, die man überhaupt hätte einbauen können in das Spiel. Ey! Ihr Mistviecher, oder? Nein, ich fahre auch noch rein, genau. Ja, noch nicht, wer will noch mal? Oh, das sind mehr. Oder? Du da. Komm, ich treffe dich. Sollte mich vielleicht auch mal bewegen. Kann ich euch nicht einfach überfahren? Da hier in die Schilde reinfahren? Nee. Oh. So, es ist so einer. Boom, weggefetzt. Ja, yep, die Dinger können angreifen. Das Schussverhältnis und die Fahrsteuerung von dem Mobil zählen mit zu den schlechtesten, die ich jemals irgendwie in irgendeinem Videospiel gesehen habe. Hätte mir irgendjemand gesagt, dass die Fahrsteuerung von dem Spiel so schlimm ist, ich hätte es denjenigen nicht geglaubt, aber. Oh. Ups. Gut, ich habe ihn trotzdem zerfetzt. War zwar nicht so geplant, aber gut.
Ich fahr geradeaus, warum schwingelst du? Schwingeln. Oh oh. Geht Koloss. Nein! Tarek, wer schießt denn auf mich? Hau ab da! Verpiss dich! So, also ich kann jetzt nicht speichern. Das ist doof. Ich hätte jetzt da eigentlich gespeichert. Aber davon sind noch mehr, die mich bei meiner Mission behindern wollen. Fresst den! Ich fahr gerade. Hey, die Steuerung ist doch. So ein Wichs, ganz im Ernst, die regt mich so auf. Ich kann von Tag zu Tag mehr verstehen, warum Osoma das Spiel nicht mag. Ich meine, haten will es jetzt auch nicht, aber von mögen ist, kann man bei weitem nicht reden. Moment, jetzt kann ich speichern, oder? Ne, immer noch nicht. Ihr Huren. Ach du Scheiße, noch so ein Koloss. Kill ihn! Ja, ja. Geh in die Knie. Er ist in die Knie gegangen. Wir müssen einen Weg finden, ihre Artillerie auszuschalten. Ganz einfach brachial. Seht ihr, wo ich hinballer? Ja. So, ich habe reparieren gedrückt, deswegen. Ihr Wichser, haut ab! Jetzt muss ich nochmal. So, ich kann nicht nochmal. Toll, mein Gefährte ist aber im Eimer und zwar sowas von. Aha! Dachte so, du kannst dich dahinter verstecken. Was ich jetzt machen werde, ich werde mich hier verstecken und mein Gefährt wieder reparieren. Wahrscheinlich, je mehr beschädigt ist, desto länger dauert die Reparatur. Wäre aber auch nur realistisch. So, noch mehr. Auf die Tür. Was, da stand einer dahinter? Hier auch? Nee. Aufmachen! So. Das ist ein Gang nach oben. Ich steig mir aus dem Ding nochmal aus. Achso. Es muss einen Weg geben, das Geschütz auszuschalten. Wollte gerade sagen, was soll der Scheiß jetzt? Du da! Piss dich! Yeah! Toll, meine Schilde sind weg. Verreck, du Geschütz! Jetzt sind noch Leute da. Ah, ich kann speichern, perfekt. Auf jeden Fall, jetzt kann ich den ganzen Dreck wiederholen, wenn ich sterbe. Ich lall ein bisschen, weil ich irgendwie ein Bläschen auf der Lippe habe. Das gefällt mir nicht. So, zack. Zack. Danke. Ich sehe, dass die Haupteinheit offline ist, Commander. Nähern uns jetzt der Salarianer-Basis an. Out. Wir warten auf Ihren Befehl, Commander Shepard. So, da ist noch eins. Was? Ich hab gedrückt, du Drecksding. Sorry, aber wenn ich eine Taste drücke, dann soll das auch funktionieren. Vier Punkte, okay, was kann ich denn?
Erste Hilfe. Endlich. Nach 100 Jahren kann ich mal Erste Hilfe. Du? Taktische Panzerung. So. Turianischer Agent. So. Jetzt gehen wir schön zurück zum Auto. Bei dieser, wie heißt der nochmal? Ja. Hau ab, Garus. Ja. Setz das mal ein. Shit. Vielleicht bringt das ja irgendwas gegen die Gegner. Das hat auch mehr mit Fertigkeiten und so arbeiten. Warum auch immer ich es nicht getan habe bisher. Gut, bei mir schon so ein bisschen, aber naja. Ich kann durchfahren, perfekt. Ja, ich könnte durchfahren, wenn mein Fahrzeug anständig fahren würde. Haut ab. Wow, wow, wow. Raketentürme. Verpisst euch. Ums. Näher. So. Ja, Probleme? Nö. Was? Ihr ballert noch? Dann muss jetzt das sein. Ich sehe nichts. Toll, schön, dass ich mir erstmal selbst ein Bein stelle. Weg mit dem scheiß Schild. Hau ab! Bist Vieh. Garus auch irgendwas drauf? Nö. Garus kann nix. Oh, der eine Typ hat mich geknüppelt. Hat niemand zu Hause? Ah. Kiste, vielleicht ist es Anständiges drin. Pistole, her damit, die will ich haben. Schrotflinte, brauche ich nicht. Den Rest nehme ich an. Gegenstände verwerten oder verkaufen. Und die ganzen Upgrades. Das kommt weg. Keine Ahnung, was das ist. Cryo-Munition. Cryo hat irgendwas mit Verlangsamung zu tun. Nee, nicht das. Der Schredder, ja, das ist der komische Schredder, der kommt weg. Kinetischer Puffer, habe ich hier zweimal, weg damit. Laufverlängerung brauche ich nicht. Keine Ahnung, was das alles ist. Bezug, Energiegewebe. Laufverlängerung, nee. Ich muss die ganzen Dinger loswerden. Warum gehe ich dann eigentlich noch nach oben und unten, wenn ich die alle loswerden muss?
Sehr beschissen. Ja, danke. Scheiß Spiel. Oh. Das sieht gut aus. Zeug kann ich alles nicht verwenden. Scheiße, von dem Messalwerkzeug. Ist die lit? Oh, Schaden und. Bäh. Weiß ich, das da wäre stärker. Jetzt runter, Loser. Ich mache euch jetzt alle platt. Ich verstehe gar nicht, warum ich überhaupt so eine asoziale Sprache hier in den Tag lege. Normalerweise bin ich nicht so. Aber man merkt, dieses Spiel hat einen schlechten Einfluss auf mich. Irgendwie. So, ich werde jetzt aber, bevor ich hier weitergehe, werde ich hier den Part beenden. Das war Mass Effect. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Tschüss.